Ach ja, der Hochsicherheitstrakt. Ich liebe ihn. Hier sind die Kinder immer am besten eingesperrt. Riecht ihr das? Ah, eingesperrte Kinder. So muss das sein. Mal gucken, was die kleinen Schützlinge so machen. Hallo? Hey, du da. Hey, du da. Du mit den Karten. Alles klar bei dir? Hallo? Hey, du mit den Karten. Ich spreche mit dir. Hey, was ist denn mit dir los? Hey, was ist denn das? Warum redet der denn nicht mit mir? Hallo? Was soll denn das hier sein? Was wollen Sie hier? Ich spiele gerade hier. Nein, du sollst mir antworten, wenn ich mit dir rede. Hey, du da hinten. Ich muss auf Klo. Hey, ruhe auf den billigen Plätzen. Jetzt wird gerade mit mir geredet. Hört mir zu. Herr Officer, Sir, ich muss auf Toilette. Ich bringe hier jetzt gleich jeden. Das sagt er schon den ganzen Tag. Der noch ein einziges. Jetzt hör auf zu sagen, dass du aufs Klo willst. Hört mir jetzt zu. Das ist hier komplett voll gemacht worden. Das. Okay. Hören Sie mir zu. Ey, du da, du Melonenkopf, du wartest jetzt eine Sekunde. Hey, hast du mich gerade Duda genannt? Ich hab dich gerade Duda genannt, genau, Duda richtig. Zu nennen. Okay. Ey, jetzt hör mir mal zu, komm mal hier kurz raus. So, raus? Und jetzt steh, jetzt mit dem, mit dem Gesicht zur Tür gucken, der Gesicht zur Tür gucken. Okay. Und da bleiben. Gesicht zur Tür. Okay, ich bleib hier stehen. Ich hab den Superbau in der Hand. Sag aber, mal, wer ist aber Herr Officer, Sir, ich wollte, Junge, seit wann habt ihr denn, warte mal, bleib jetzt an der Tür. So, okay, Sir. Melonenkopf, du kommst jetzt da bin ich ja. Komm mit raus. Das weiß ich, mit Nachnamen und Vornamen. Entenwatscheln hinter, hey, hör auf dich zu bewegen. Quack, ich hab mich nicht bewegt, Erster Strike. Gegen die Tür gucken, ich kleiner Melonenkopf. Oh nein. Gegen die Tür gucken, okay, ich guck gegen die Tür. Gegen die Tür gucken. So, du kleiner Freund, der gerade eben gestorben ist, gegen die andere Tür gucken. Ihr könnt euch auch gerne hinsetzen. Wenn ihr nicht gegen die Tür guckt, ihr beiden, sofort tot. Sofort tot. Das verspreche ich euch. Lass drauf dich. Aber ich kann. Lass kriegst du doch. Oh nein. Du stellst dich jetzt. Was, wenn ich nicht gegen die Tür. Noch ein einziger Fehler, Herr Lars, oder so, und für immer Knastzelle. Für immer. Dann kommen sie da nicht mehr raus. Das war's dann für sie. Lars kriegst du einen Fuffi, wenn du dich nochmal umdrehst. So. Hallo? Leise da. Hallo, leise da. Wer sind Sie? Umdrehen. Guten Tag. Wer sind Sie? Hallo. Oh, hallo. Ich bin eine Maus. Junge, seit wann haben wir eine Maus hier drinne? Jungs, ey, hör auf, guck gegen die Tür. Oh mein Gott, erster Strike, zweiter Strike. Nein. Und gleich dritten. Warum bist du in deine Zelle reingegangen? Geh jetzt wieder gegen die Tür, guck. Mäuschen, hallo, warte. Der andere, hallo. Was soll denn das? Dritter Strike, du bleibst jetzt drin. So. So, wir holen mal die Maus raus. Was ist bei der Maus los? Hallo. Guten Tag. Gegen welche Tür soll ich gucken? Hier, komm her, gegen die Türen gucken. Guck gegen die Türen. So. Na, Tür, was willst du, ne? Okay. So, du, hey, Lars, guck jetzt gegen die Tür. Ja, guck einfach gegen die Wand. So, du, easy cheesy. Wie heißt du? Muss ich doch gegen die Tür gucken? Nein, du nicht. Die anderen gucken. Okay. Hey, guck jetzt gegen die Tür. Ich guck an die Tür. Kannst du wieder aufhören, Lars zu schlagen? Warte mal, kann sich mal bitte die Dame hier. Bist du ein Mädchen? Ja. Ja, hi. Hilfe! Junge, das ist ihr. Lars, ich bring dich gleich wieder um! Jetzt stell dich mal bitte vor. Du stellst dich jetzt erstmal vor. Wer bist du? Also, ich bin Easy Cheesy und ich bin eine süße Maus und ich bin hier im Gefängnis, weil ich was Böses verbrochen habe. Was hast du denn verbrochen? Was haben eigentlich die anderen Jungs verbrochen? Warum seid ihr eigentlich andauernd im Knast? Wir sind im Flugzeug eingebrochen. Ah, was? Ich hab eine Bank überfallen, weil ich mir ein Handy kaufen wollte. Und du hast also Käse geklaut, oder was? Ja, genau. Das ist okay, pass auf, du bist jetzt du bist jetzt meine rechte Hand, okay? Du kriegst hier ein Schwert. Das heißt also, wenn die anderen Jungs... Ich will die linke Hand sein. Nee, pass auf, du wirst hier gar keine Hand sein. Du wirst mein linker Fuß sein, höchstens. So. Jetzt hören wir mal zu. So, ihr beiden kommt jetzt erstmal mit. Wir spielen jetzt ein paar Spiele. Ich bin ein Fuß, was bist du? Jungs, im Enden. Aber alle Befehle zählen auch für dich, Easy Cheesy. Und wenn du einen Fehler machst, nehme ich dir dein Schwert sofort wieder weg und du bist degradiert. Warte mal, willst du mich jetzt eigentlich gerade veräffen oder was? So, willst du ihn veräffen? Die will mich veräffen. So, die bleibt jetzt für immer erstmal im Knast. So. Okay, wir spielen Spiele. Ja? Oh, hey. Oh ja. Nein. Ich habe mich falsch teleportiert. Mist. Lars, mein Schubausbruch. Komm schnell raus, lass hier raus. Wir spielen jetzt Spiele. Hallo, ich bin bei euch. Jetzt, ruhig. Alle ruhig. Ey, du gehst jetzt weg von der Waffenkammer. Hier ist nicht mal der Dings im Knopf. Okay, kommt mir jetzt mit im Entenwald. Mucks Mäuschen still, verstehst du? Mucks Mäus, ach egal. Hallo. Kindergarten, komm jetzt mit. Wir spielen jetzt ein Spiel, das nennt sich Spray Contest. Ja, Spray Contest geht wieder mal um euer Leben. Das heißt also, derjenige, der am schlechtesten abschneidet, verliert. Es geht doch immer um Leben und Tod, habe ich das Gefühl. Es geht immer um alles um Leben. So, um die Leber, was? Wir spielen jetzt um eure Leber. So, das ist hier, kommt jetzt hier an die Wand, ja? Ich zeige euch jetzt. Ich bin nur noch zu jung für Organspende. So, jeder von euch kriegt jetzt einen Block. Jeder kriegt einen Granitblock, so. Und, den müssen wir jetzt essen. Ich hab keinen Jumper gekauft. Und jetzt sieht's so aus. Das Zeug ist hart wie Granit. Warum ist der Arm echt so klein? Warum haben sie ein Enderportal in der Hand?
Abgeben, sofort abgeben. Du sollst aber abgeben. Nein, das ist doch, nein, das kann ich nicht machen. Abgeben. Nein, nicht den Stein musst du behalten. Ah, das ist, geh weg, Bär. Gott, der hat hier einen Blocki. Das ist einfach ein Spielzeug, oder was? Zeig dir, was du mit deinem Spielzeug machst. Nein, nicht. So, der ist jetzt, und dann schmeißt du den in den Müll, siehst du das? Nein. Okay, jetzt pass ich auf, hör zu. Ey, was mache ich mit meinem Granitblock? Wir spielen jetzt Spray-Contest. Spray-Contest um sieht so aus. Ihr spielt jetzt um die Leber, okay? So, das heißt, also ihr nehmt jetzt diesen... Ihr habt alle... Jetzt hört mir genau zu. Ihr habt alle einen Block, ne? Und ihr müsst jetzt springen und so weit wie möglich nach oben versuchen, oh, das kann ich, zu setzen. Das kann ich. Der am niedrigsten ist, verliert sofort. Wer will anfangen? Lars oder Sascha? Das kann ich. Ich bin kein... Lars? Was? Okay. Oh mein Gott. Hat nicht so gehabt. Alter, das ist ja das schlechteste Ergebnis. Töten! Strike! Willst du okay. mich veröffentlichen? Also, ich weiß, okay, dann jetzt Easy Cheesy und Chaos 44. Wer von euch höher kommt, gewinnt. Ja? Ich bin Michael Jordan, ich schaff das. Ja, du bist Michael Jordan, ganz genau richtig. Okay, dann. Okay, oha, das ist schon sehr schlecht, hoch. Nicht mal gucken. Nicht schlecht. Von einem Mädchen besiegt. Oh mein Gott, von einem Mädchen. Oh mein Gott, sie hat dich einfach veräfft. Super. Das heißt also, der gute alte Lars hat verloren. So, Lars, du kommst wieder am besten. Ja. So, der gute alte Lars kommt jetzt wieder zu uns. Perfekt. So, welches Minispiel wollen wir? Bin ja nicht mehr da. Welches Minispiel? Oh, ich habe eine super tolle Idee. Kommt mit. Wir spielen ein zweites Spiel. Natürlich Lars, hast deine Leber verloren. Um eure linke Niere spielen wir heute. Wir spielen jetzt um die linke Niere. Papa braucht eine neue Niere, deswegen müssen wir jetzt um eure Niere spielen. So, wir stellen uns alle bitte in einer Reihe auf. Bei Flo in der Mitte, okay. Die gute alte Easy Jeezy links von ihm und der gute alte Lasiasi rechts von ihm, okay? Lars so. Oder so. Alles Lars klar, das sieht nach einer guten Geschichte. Jetzt aufhören zu bewegen. Stillstand. Stillstand oder Tod. Stillstand oder Tod. Ich nicht die ganze Zeit. Hör auf, dich jetzt zu bewegen. Jetzt an. Oh mein Gott. Scheiße, sogar. So, warum bist du eigentlich, warum hast du eigentlich eine Banditen? Warum hast du eigentlich eine Banditenmaske auf, wenn du im Knast bist? Hab ich doch gesagt, weil ich... Du hast doch schon verloren. Ich kann den nicht ausziehen, ist an mein Gesicht gewachsen. Okay, stellt euch jetzt einfach hin. Wir spielen jetzt Simon Says. Ja, nee, wir spielen jetzt Simon Says. Simon Says geht so, jeder weiß, wie Simon Says funktioniert. Aerosol Says, aber wir sagen trotzdem Simon Says, weil ich das mehr mag. Könnt ihr denn so schön tanzen? Simon! Kann jeder von euch Simon Says? Jeder versteht das von euch? Ja? Hä, wer bin ich? Alles klar, dann spielen wir Simon Says. Simon Says beginnt. Wer sind Sie? Simon, warum hält er sich nicht an die Regeln? Das ist nur mal alles, was wir machen müssen. Kann warum ich. Weil. Darum, also, jetzt stellt euch da jetzt gefälligst hin und wir spielen jetzt Simon Says. So, es sieht so aus: Simon Says beginnt. Ja, derjenige, der Simon Says nicht hinbekommt, wird getötet. Sofort. Ja, das heißt, Simon Says beginnt, Simon Says springen. Simon Says ducken. Wie duckt man sich? Oh, ja, genau. Jeder Befehl wird nur einmal ausgeführt: wir springen. Super. Hier springt. Lars schon mal ein Leben verloren. Lars, stell dich wieder hin. Schon mal ein Leben verloren. Simon Says einmal im Kreis drehen. Simon Says zweimal im Kreis drehen. 1 und 5. Simon Says springen. 3-mal im Kreis drehen. Alles klar. Ich hol das Ding. Ich hab's richtig gemaked. Ich hol eure Lebern. Ich will die wieder haben. Okay, letzte Runde. Okay. So, wir spielen Simon Says. Simon Says ducken und springen. Verloren. Okay, du kannst dich auf die setz dich auf die Auswechselbank. Setz dich auf die Auswechselbank. Spiel Basketball oder sowas, okay? Ich hab jetzt das ganz easy gemacht. Spiel Basketball, ich will auch Basketball spielen. Warte, es ist jetzt finale Runde. Okay, jetzt Simon Says springen. Ducken. Ball. Ja, mach ihn wieder. Simon Says im Kreis drehen. Noch eine Drehung. Okay. Die ist aber immer noch Simon Says springen. Und ducken. Alter, du Fall. Okay, warte. Nach hinten gehen. Kurz ein Stück nach hinten gehen. Ein Stück. Ja, ein Stück nach vorne gehen, bitte. Simon Says ein Stück nach hinten gehen. Noch ein bisschen. Nein! Herzlichen Glückwunsch, Sie gewinnen einen Basketball. Chaos das ja, so Mann. Ist der unterschrieben von Michael Jordan? Der ist von Michael Jordan und von mir unterschrieben. Von MZUHG mit der echten Autogrammkarte. Yeah. Okay, dann dürft ihr jetzt ein bisschen Freizeit haben, spielt ein bisschen Basketball oder sowas in der Art und ich gehe jetzt ein bisschen essen. Schön kleine Schnitzel reinhauen. Ich liebe es mir, kleine Schnitzel oder sowas in der Art reinzuhauen. Auch wisst ihr was, ich werde auf jeden Fall nicht so dumm sein, einfach in die Cafeteria gehen, sondern ich werde am besten
besten einfach hier kurz warten, was die hier machen. Weil wir sehen nämlich ganz genau, wie die gerade hier über diesen wunderschönen kleinen Weg jetzt gleich in die Badewanne, glaube ich, gehen werden. Oder sie werden gleich im Gefrierfach rauskommen, ja? Und da werden wir sie definitiv gleich wieder treffen. Oh Mann. Für wie blöd haltet ihr mich denn überhaupt? Was soll ich? Ich hab gesagt, ihr sollt draußen bleiben. Geht jetzt draußen spielen. Hallo, Herr. Oh nein, komm hoch. Easy cheesy. Ja, was tuten sie denn da? Easy cheesy, lemon squeezy. Entschuldigung. Ich bin auch nicht da. Nein! Was wird hier denn gemacht? Ich hab nichts gemacht. Hier wird jetzt getötet. Ich hab gedacht, wir sind hier in einem ordentlichen Gefängnis. Ich hab sie. Nein, Alter. Wieso ist der denn so schnell? Ach ja, die Kinder. Also ich muss schon sagen, die anderen sind halt eben nicht so schnell wie ich. Hey, warum ist denn da Easy Cheesy wieder? So, kann man nochmal kurz töten. So, also ich muss schon sagen, ich bin ein ordentlicher Gefängniswärter. Oh, ich habe eigentlich gedacht, dass man... Hallo, hören Sie zu. Ihr Spielort ist hier. Der Spielort ist hier. Das da ist ein böser Geheimgang, den nehmen wir nicht. Ich möchte jetzt nochmal kurz... Und der Clown? Ich gehe jetzt nochmal... Wir gehen jetzt nicht da rein. Ihr bleibt jetzt hier spielen. Da rein. Nein. Hört auf zu streiten, das hat doch keinen Sinn und Swag. Ich gehe jetzt essen. Ich gehe jetzt essen, okay? Und ihr bleibt hier und spielt jetzt eine Runde. Okay, ihr könnt jetzt genau, pumpen und sowas in der Art. Ich gehe jetzt spielen. Wie legt man sich hin? Ich weiß nicht, wie man sich hinlegt. Okay, bis später. So, okay. Der nächste, der jetzt wahrscheinlich ausbricht, den nehme ich dann einfach und dann setze ich den einfach mal ganz gechillt hier auf den elektrischen Stuhl. Ich duck mich am besten nochmal wieder und dann schaue ich nochmal kurz, was die machen. Dann sehen wir gerade, die gehen gerade wieder... Oh, die ducken sich inzwischen. Okay, mal gucken, wo die lang gehen. Das ist meistens immer ganz gut nachzuvollziehen. Gehen sie wieder in den gleichen Geheimgang? Ich bin mir nicht ganz sicher. Was machen die Namen? Okay, jetzt laufen die nach links, jetzt laufen die wieder nach rechts. Okay, warte mal. Wir hören vielleicht mal zu. Warte, wir können nochmal kurz hier ein bisschen an die Tür gehen und dann ein bisschen zuhorchen, was die gerade da labern. Ich bin raus! Lars, komm, wir sind noch nicht ausgebrochen, aber wir wurden schon ausgebrochen. Spiele für Kinder! Hey! Ah. Hey! Hey! Das ist ja auch alles Kinder. Hey, Da ist deine Jenkins! Ihr wollt Probleme haben. Ich bitte nicht töten, ich hab die liegt einfach schwer. Die liegt einfach schwer. Millionen Mal schon gestorben. Jetzt einen Moment. Nein. So geht das nicht. Hören Sie zu. Von wem war das jetzt die Idee? Ah, Easy Cheesy, du bist ja mein... Was heißt die Melone? Das ist der Flo. Entschuldigung. Ich mach's Parcours. Es geht jetzt leider auf den elektrischen Stuhl. Kommen Sie da bitte runter. Bitte jetzt sofort. Auf den elektrischen Stuhl? Du hast einen Bogen! Kommen Sie da bitte runter. Grüß mich hier nicht. Die anderen im Entel. Oh, oh. Aufhören zu streiten. Kleine Göre. Nein. PvP-Skills. Es geht jetzt auf den elektrischen Stuhl. Okay, hallo, ich entschuldige mich, aber Sie... okay, jetzt hört mir mal zu. Wo ist der elektrische Stuhl? Ich bin ja österreichisch, ich kann kein Deutsch. Entschuldige Sie, ihr Grätzl und hallo, wir gehen jetzt auf der elektrischen Stuhl. Ihr Grätzl und hallo, Rote Wappler. Oh mein Gott. Und jetzt kommen Sie mal, wo ist Ihr Melon? Ja, das ist das Problem von Ihnen. Er ist draußen, oh mein Gott. Ich will jetzt einfach Slash TP machen. Der kann dort keine... Genau. Wir machen einfach so. Okay, das sind sie ja. Was? Guten Tag. Nein. So, und jetzt nochmal kurz her zu mir. So, und jetzt gehen wir mal alle zusammen. Alle im Entenmarsch. Bitte mir hinterherlaufen. Im Enten was? Im Entenmarsch. Kennt ihr Entenmarsch? Was? Hört mir zu. Ohne Entenarsch. Ihr lauft jetzt mir hinterher. Ganz klar. So, wir machen jetzt eine neue Regel, okay? Okay. Derjenige, der jetzt aus der Reihe tanzt, stirbt. Wir müssen eine perfekte Linie laufen. Mal eine perfekte Linie. Wer ist Erster? Lars ist Erster. Ich bin, oh Mann. Oder doch nicht? Lars ist Erster, Flo ist Zweiter. Wir brauchen Easy Cheesy ist Dritter. Genau, singt Arme Barbie Girl, wenn ihr läuft, ne? Arme. Und jetzt ab in den Spaßraum. Ja. Ab in den Spaßraum. Super. Ich will Erster sein. Das ist der lustige Raum. Warum haben Sie den Knopf hier abgebaut? Tot. Würde ich hier rauskommen vielleicht? Tot. Nein. Tot. Das hier. Doch. Knopf bitte wieder an. Hier wird jetzt gespielt. Hören Sie zu. Es wird jetzt toll gespielt. Wir spielen kein Poker. Wir spielen heute elektrischer Stuhl. Schauen Sie zu, was mit Ihrem Mitkollegen passiert, wenn der elektrische Stuhl aktiviert ist. Ja, Glückwunsch. Alles Gute zum Geburtstag. Ich hab so viel Spaß. Und noch eine Runde. Mir geht's gut, alles gut. Ach, ich got the root sense. Dann lass uns doch mal das kitzelt. Ja, ich will auch. Nein, du warst böse. Du darfst nicht auf den elektrischen Stuhl.
Ich will jetzt auf den elektrischen Stuhl. Gib mir jetzt einen Kick. Oh Mann, das macht so viel Spaß. Okay, Lars, viel Spaß. Komm, hey, was ist mit dir? Ey, Lars, komm zurück und ich geb dir. Lars, komm zurück, ich geb dir eine Waffe. Lars, komm zurück, ich geb dir eine Waffe. Lars, check mir nicht. Wir sind Melone und. Hey, Lars, du darfst es offen, gell? Nein! Ich bin eine Maus! Oh, du bist auf der Intensivstation. Oh mein Gott, Lars, was hast du? Oh nein. Ey, stopp! Lars hat sich den Fuß gebrecht. Oh Gott. Stopp, Schild! Oh Gott. Bitte kommt kurz her. Oh nein, was ist nur mit dir passiert? Was ist denn passiert? Erzähl. I have got mir den Fuß gebrecht. Oh Gott, der Puls sieht ganz, ganz schön aus. Ich glaube, hast du was gegessen? Oh, meine Freunde, ich glaube, ihr seid schon zu oft gestorben. Lars, ganz wichtig, ich habe eine Leber für dich. Oh, Leder hast du für mich. Gib mal das Leder. Echtes Naturleder. Kannst du mir das Leder geben? Ich bin wieder geheilt. Tschüss. Ey, können wir nicht vielleicht irgendwie... Ey, ich habe eine Idee. Ich kann euch irgendwie aus dem Knast ausbrechen lassen, aber da müsst ihr dann irgendwie um Leben und Tod kämpfen. Das wäre doch eigentlich ich hier eine Chef. Leben und Brot, oder? Leben und Brot, Leben und Tod, ihr kennt es ja. So, wir gehen mal kurz in die Waffenkammer. Ich weiß, es ist vielleicht dumm. Um Leben und Tod. Okay, wir machen... Wir machen Kampf. Ich war das, mein Mikrofon ist... Jeder von euch kriegt jetzt ein Diamantschwert. So. Okay. Das Wichtigste ist jetzt, wenn ihr mich angreift, seid ihr sofort. Oh, da hast du in die Hose gemacht. Okay? Das heißt, leid. Wer will gegen wen kämpfen? Ich würde den da als Endgegner ansehen. Le Flo zur Seite. Okay? Le Flo. Ich möchte mal sehen, ob Lars gegen das Mädchen verliert. Ne? Lars, zeig doch mal deine Wookies. Ich zähl runter, okay? Mädchen gegen Mädchen. Oh Mann, der war gut. Wo ist mein Lulu? Hey, jetzt nein. Jetzt hör mal auf, hier die Leute zu besiegen. Du kämpfst jetzt gegen das Mädchen, okay? Ja, ich reporte dich jetzt. So, wir zählen runter. 3, 2, 1. Kampf! Gegen ein Mädchen verloren! Oh mein Gott! Hey, okay. Lass das Mädchen besitzen lassen. Der nächste Kampf wird jetzt heftiger. Und zwar werden wir den gleichen Kampf jetzt auch ausführen, nur in Unsichtbarkeit. Ja? Nur in Unterhosen. Das heißt, du bekommst Unsichtbarkeit. Oh nein, jetzt ist Lars. Nur in Unterhosen wird jetzt gekämpft, okay? Ich bin unsichtbar. Ja, ihr seid jetzt beide unsichtbar. So, jetzt müsst ihr gegenseitig... Nein! Ich war Lars! Lars ist gerade Assassin! Er hat ja gerade Lars geschrien oder Easy? Nein, Easy, also ich glaube, Easy ist die einzige. Ich lebe noch! Flo, du musst jetzt gegen Easy kämpfen. Easy ist aber unsichtbar. Viel Glück, Mann. Flo gegen Easy. Ich mach Spin Attack! Oh mein Gott, das sieht aber ganz schön heftig aus. Topspin 3000 ist es. Oh nein. Spinbot! Oh nein, und der Gewinner ist Aerosol HD! Juhu! Ich bin so ein toller Wärter. So, okay. Wollt ihr dann wieder nach Hause zu euren Müttern oder was ist jetzt los? Du bist meine Mutter. Ich mache euch die Tür auf und dann könnt ihr nach Hause gehen, okay? Ich habe keine Lust mehr mit euch zu spielen. Komm, wir gehen nach Hause. Ich zeige euch den Ausgang, okay? Das ist ja ein Knast hier und kein Kindergarten, Ja, jetzt gehen wir hier raus. Und warum sind wir jetzt? Okay, wir sind jetzt einfach dem Steak folgen. So, ich schicke euch jetzt einfach nach Hause, weil eure Eltern warten doch bestimmt schon auf euch. Aber ich habe noch eine Frage, eine ganz wichtige. Ja, bitte? Wer bin ich? Ah, sie sind, keine Ahnung, wirst schon irgendwie den Nachhauseweg finden. So, also ihr geht auf jeden Fall durch den Asphalt, dann biegt ihr rechts ab und dann nehmt ihr einfach das Schiff mit, okay? Und dann, Einfach Schiff und dann einfach ausbrechen, ja, okay? Tschüss. Ah, komm morgen wieder, morgen um 8 Uhr ist wieder Kindergarten. Mach's gut, ciao. Ach ja, ich bin doch ein guter Wärter, oder nicht? Habe ich die Kinder wieder nach Hause gesendet. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die Folge euch heute gefallen hat. Falls ja, gebt natürlich einen Daumen nach oben da, falls ich ein guter Wärter bin. Ja, ich bin ein netter Wärter, zwar tüte ich die ein bisschen zu oft, aber naja, was soll man denn schon machen? Okay, Leute, wir hoffen natürlich, dass die Folge euch gefallen hat. Falls ja, lasst einfach einen Daumen nach oben da, man sieht sich in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Ciao!